Servus Leute, schön, dass ihr zu meinem zweiten Video eingeschaltet habt. Heute gibt es einmal ein paar Flohmarktfunde. Dann möchte ich euch noch ein paar Pickups zeigen und zum Schluss mache ich noch ein kleines Unboxing. Gestern ist ein Paket gekommen, das möchte ich mit euch unboxen. Ich war vor einer Woche auf einem größeren Flohmarkt und habe als erstes da gefunden 10 Xbox Klassikspiele, einmal Barbarin mit Anleitung, einmal Crash Bandicoot, auch mit Anleitung, einmal Legacy of Kain, Fable oder Fable, auch mit Anleitung, dann war dabei GTA San Andreas, auch mit Anleitung. Jade Empire, ebenfalls komplett. Dann Halo, auch komplett mit Anleitung. Das ist der Werbeflyer, oder? Ja. Ja, komplett mit Anleitung. Dann einmal Fluch der Karibik. So, auch komplett. Dann war dabei Fex. Und Lego Star Wars 2. Auch komplett in Anleitung. Die 10 Xbox-Spiele habe ich für 12 Euro bekommen. So, dann war ich, schiebe mir das mal kurz auf Seiten, bei einer jungen Dame an einen Stand und da habe ich eine PS3 gefunden mit ein paar Spielen und einen PS3 Ständer, also eine Halterung, wo man PS3 reinstellt. Und der schaut so aus. Gesagt hat, um mal die PS3 rein, links und rechts kann man dann noch ein paar Spiele drauf tun. Also der war auf jeden Fall dabei, original verpackt. Ich weiß nicht, ob das ein original PS3 Ständer ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall der war dabei, stelle ich mal darauf. Dann war dabei natürlich die PS3, schieben wir die mal darüber, da ist das gute Stück. Mit Karton, Anleitung drinnen, zwei Controller drinnen, das ganze Kabelgedöns, 250 GB, bisschen sauber machen muss ich so, laufen tut sie, meine Tochter hat schon ganz viel gespielt damit und natürlich auch ich. So, das war dann die PS3 und dazu kamen noch ein paar Spiele dabei. Bei der PS3 war Uncharted 2, dann war dabei Fighting Edition, wo drei Kampfspiele drauf sind, dann war dabei Uncharted 3, einmal Batman und was ich dann erst im Nachhinein gefunden habe bei ihr, da hat sie noch ein paar Spiele gehabt, die habe ich mir ja dann auch noch geholt. Das war einmal Zagreb 2, einmal Skyrim, einmal Kung Fu Panda und einmal Virtual Fighter 5. Für das komplette Paket, also die Spiele, die PS3 und den Ständer, habe ich jetzt insgesamt 60 Euro gezahlt. Und ich war eigentlich sehr zufrieden. So, ich mache jetzt da mal einen kleinen Cut, räume da ein bisschen auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, zurück und weiter geht's mit Flohmarktausbeute. Heute war ich mal auf einem kleineren Flohmarkt. Das Wetter hat heute früh nicht so gut ausgeschaut. Es hat teilweise wenn geregnet, getröpfelt. Dennoch bin ich hingefahren, habe eine Kleinigkeit gefunden. Bei einem älteren Herrn lagen zwei Super Nintendo Spiele auf dem Tisch. Einmal Super Soccer
und einmal Soccer Shootout. Er wollte 5 Euro pro Spiel. Ich habe dann mit ihm noch ein bisschen verhandelt und habe dann 5 Euro für beide gezahlt. Also 2 Super Nintendo Spiele. Und was ich dann noch gefunden habe, war dann in einer DVD-Kiste. Habe das uns durchgeschaut und habe dann den Verkäufer gefragt, wie viel es da die DVDs kosten würden. Und dann hat er gesagt, 50 Cent pro Stück, er möchte sie alle weghaben. Da habe ich mir aber DVDs ausgesucht. Ihr hört schon an meinen Lachen. Ich zeige euch ganz kurz die DVDs. Einmal Van Helsing, dann einmal Fighter in the Wind, dann einmal Wolverine, einmal X-Men und einmal Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Und was noch dabei war, ich habe das einfach mit raus und habe gefragt, habe dann die ganzen DVDs genommen und habe das dazugelegt, und zwar da war ein PS3-Spiel drinnen, und zwar Worms. Ich habe dann das ganze Paket so genommen, so wie es war, habe es ihm gezeigt, habe gesagt, du, was willst du von deinen ganzen DVDs? 50 Cent das Stück. Hat er gesagt, habe ich gesagt, können wir noch ein wenig handeln? Hat er gesagt, nein. Habe ich gesagt, okay. Dann habe ich mir 3 Euro gezahlt und bin glücklich von dem Stand weggegangen. Wobei man dazu sagen muss, der hat nicht gewusst, dass das ein PS3-Spiel ist. Also der hat es einfach in der Kiste drinnen gehabt. Keine Ahnung, ob er das selber rein hat oder jemand anders für seine Frau oder irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das mit dabei. Und ich muss sagen, für 50 Cent Worms in einer DVD-Kiste zu finden, also das war ein super, super Schnapper. Und ich war heute trotz Regen eigentlich sehr zufrieden. Okay, das war jetzt meine ganze Flohmarkt-Ausbeute. Ich schiebe das Zeug jetzt einfach mal auf Seiten und dann. So, dann machen wir gleich mal ein bisschen weiter mit ein paar Pickups. Und zwar habe ich mir bei eBay 2 Gameboy-Spiele in OVP ersteigert. Und zwar einmal ein Spiel aus meiner Jugend, und zwar Lemmings. Das Ganze kommt komplett mit Anleitung. Hat jetzt 17 Euro gemacht. Und ein Spiel in OVP, wo ich mal 5 Euro geboten habe, habe das aber nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass ich da mitgeboten habe, und habe dann auch bei 4,70 Euro den Zuschlag bekommen, und zwar Arcade Classic 1. Das Ganze kommt auch komplett mit Anleitung. Einziger Makel, ihr seht es da schon ein wenig, also die Rückseite ist noch top und die Vorderseite ist halt leicht verblichen. Also von Sonne hinten ist es noch schön grün, und da seht ihr schon, das ist dann schon im Blau über. Das Spiel war dann, glaube ich, schon mal länger in der Sonne gelegen. Aber hey, für 5 Euro oder 4,70 Euro plus 1,20 Versand oder so, wie gesagt, war das okay für mich. Dann machen wir gleich weiter. Ich habe ein paar Super Nintendo mir ersteichert in einem Paket. Und zwar einmal Baseball, einmal Formel 1, Nigel Mansell, World Championships, so, schieben wir mal da rauf. Dann war dabei FIFA Soccer, ja, jetzt keine überragenden Spiele. Dann einmal Super Soccer, ja, Super Soccer, das habe ich jetzt auf dem Flohmarkt nochmal geholt, aber hey, die Rückseite ist noch einigermaßen in Ordnung, da kann ich die noch ein bisschen sauber machen und dann eventuell bei einem verkillten Modul die Rückseite tauschen. Und warum ich mir das Paket überhaupt ersteigert habe, war Super Street Fighter 2 Turbo. Das Spiel fehlte mir noch. Ja, das Ganze hat mir jetzt 15 Euro gekostet, die 5 Spiele. Und ja, war ich nicht sehr zufrieden. So, dann schieben wir das Ganze mal ein bisschen hoch. Dann habe ich mir noch ersteigert ein Gameboy-Spiel als Upgrade von meinem Spiel, wo nicht mehr so gut ausschaut, und zwar Barbie Game Girl. Also wie gesagt, der schaut noch gut aus, meins ist nicht mehr so ganz gut, ist mein leicht vergilbt, also man kann das andere dann wieder weg. Dann habe ich mir noch als Upgrade geholt
FIFA 98 Rotose Weltcup. Und als Upgrade habe ich mir noch geholt Jungle Strike. So, die drei werden also abgegradet, meine Module. Die drei Module werden dann auch zum Tausch freigegeben, weil diese ja bei mir in die Sammlung kommen. Und dann habe ich noch ein paar Gameboy-Spiele noch dazu bekommen die Woche fürs Fullset. Und zwar ein Spiel, was mir noch fehlte, 4-in-1 Funbike. Dann einmal Soup. Und Battletoads Double Dragon. Das ist der letzte Teil aus der Reihe, wo mir noch fehlt. Da gibt es ja Battletoads, Battletoads Revenge und eben Battletoads Double Dragon. Das ist auch das teuerste Modul von den drei. Hat mir auch noch gefehlt. Dann bekam ich noch Ultima, US-Exklusivtitel. Ja, ist auch nicht mehr so ganz günstig. Und dann kommen wir noch zu zwei Highlights. Das eine Modul gibt es als EU-Version und US-Version. EU-Version ist ein wenig teurer wie die US. Ich habe es jetzt in US-Version bekommen. EU müsste, denke ich, Spanien sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist Cool World. Viele kennen es von Super Nintendo. EU ist halt wesentlich teurer. Mir langt es momentan, dass ich das Modul habe. Wenn ich mal das EU-Modul irgendwie mal bekomme, wird es ausgetauscht. Ansonsten kommt das so, wie es ist, in meine Sammlung jetzt erstmal fürs Fullset. Und dann noch einen kleinen Kracher. Es handelt sich wieder um einen US-Exklusivtitel, und zwar Captain America. Dieses Spiel ist nicht mehr so häufig zu finden, und wenn man es findet, dann ist es ziemlich teuer. Es geht schon in die Richtung vom Trip World Modul, also so an die 100 oder über 100 Euro. Ich habe es jetzt für weniger bekommen, war mit dem Preis eigentlich sehr zufrieden. Aber wie gesagt, es ist ein Spiel, wo man nicht mehr so häufig findet, und fürs Fullset ist das eigentlich ein Muss. So, jetzt mache ich nur einen kleinen Cut. Und dann möchte ich euch noch ein kleines Unboxing zeigen. So, willkommen zurück. Jetzt das Unboxing. Ich habe einen Tauschdeal gehabt mit dem Markus Koko. Er hat ein paar PlayStation-Spiele gekriegt, ein paar Gameboy-Spiele, ein 3DS-Spiel und noch ein bisschen. Ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, was alles dabei war. Dann schauen wir mal rein, was da alles drinnen ist. Ja, ich sehe schon. Ich schiebe das jetzt mal ganz ein bisschen auf Seiten und lang dann einfach mal rein und zeige euch das in die Kamera, was er ja alles mir eingepackt hat, beziehungsweise was ich mir ertauscht habe. Als erstes kommt mal ein Goodie, ein Super Nintendo Controller, aber kein Original, aber es macht nichts. Danke dir, Markus. Kann man immer mal gebrauchen. Dann hat er mir noch rein als Goodie ein Super Nintendo Spiel, The Magical Quest Mickey Mouse. Vielen, vielen Dank. So, das waren die Goodies. Dann, was ich bei ihm ausgesucht habe, waren ein paar Super Nintendo Spiele. Und zwar Kid Clown. Das Spiel hatte ich mal, das habe ich wieder weg. Dann habe ich es wieder da gehabt. Jetzt habe ich es wieder. Dann einmal Asterix und Obelix. Das hatte er noch. Einmal Flashback, auch in einem guten Zustand. Und einmal Asterix, das wird ausgetauscht, weil mein Modul ist nicht mehr das schönste. Somit tue ich das in meine Sammlung, das andere kann dann wieder weg. So, dann hat er mir noch rein, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, genau. Was ich mir noch ausgesucht habe, war ein Super Nintendo Controller.
Grund war das, ich hatte noch eine OVP da. Da habe ich auch die Anleitung dafür und somit kann ich dann den Supercontroller eintüten, Anleitung reintun und dann habe ich damit einen Supercontroller in Super NES Controller in Originalverpackung. So, dann hat er mir noch rein einen Gameboy. Ja, er ist ein wenig vergilbt, aber ich denke mal, das wird mein erster Bleichversuch im Sommer sein. Mal schauen, ob ich den sauber kriege. Gibt ja auch schon viele Videos auf YouTube, wie man so eine Vergilbung von Gameboy wegbekommt. Das werde ich im Sommer mal probieren. Dann, was ich noch bei ihm ausgesucht habe, war ein Gameboy-Spiel Probotector. Dann habe ich mir noch ausgesucht bei ihm ein Gameboy-Spiel Zelda, The Link's Awakening. Grund war das, ich habe noch eine leere OVP da von Zelda. Anleitung habe ich, Inlay ist auch drinnen, somit kann ich das auch komplettieren. Also dann kommt das Zelda in die Originalverpackung, somit habe ich dann ein komplettes Zelda-Spiel. Und die zwei Hauptdinger, warum ich das, den Tausch mit ihm gemacht habe, war einmal der Game Boy Advance, also neue Scheibe drauf. Gehäuse ist neu, ja, der kommt so wie er ist in meine Gameboy Sammlung rein. Und als Hauptding war das der Gameboy Color in Lila, der fehlte mir noch in meiner Sammlung. Jetzt habe ich glaube 4 grün habe ich, gelb habe ich, transparent habe ich und eben den violetten. Jetzt fehlt mir noch türkis, den roten habe ich auch schon. Ja, also wie gesagt, der fehlt mir noch. Also das war der Tauschstil mit dem Markus Koko. Sehr zu empfehlen, super schnell das Paket da gewesen. Markus, vielen Dank nochmal für dir mit dem Tausch. Das waren meine Ausbeute vom Flohmarkt, meine Pickups und das Unboxing. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Vielleicht noch ein Kommentar. Wie gesagt, wenn ich was besser machen kann, schreibt es mir in meine Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, euer Gameboy-Sammler.